Jonas Hiller, die nächste NHL-Saison steht da. Ist die zweite Saison nach dem Durchbruch schwieriger als die erste? Ja, das sehen wir dann. Klar, weiss, es wird sicher mehr erwartet wird, aber ich erwarte auch viel von mir selber. Und von dem her, normalerweise sind meine eigenen Erwartungen am meisten am grössten. Und ich probiere eigentlich vor allem meine Erwartungen zu erfüllen. Und nein, ich will klar können zeigen, dass ich den neuen Vertrag verdient habe und dass ich auch in den ersten Goal in der NHL. Sie haben sich in Davos vorbereitet, jetzt in der Schweiz ganz allgemein. Kann man das auch ein bisschen geniessen während dem Sommer durch? Oder ist doch schon wieder der Kopf bei der NHL-Saison? Okay. Na klar, das ist eine Zeit, wo man auch mal ein bisschen abschalten und mal etwas anderes denken als Hockey. Aber klar muss man gleichzeitig auch ja, guten Ausgleich finden, halt wieder zum Weitertrainieren. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber nein, ich habe glaube gute Leute. Jetzt, wie gesagt, mit Davos ist es auch wieder super zum Trainieren und jetzt kann ich gleich einmal im Tag aufs Eis und habe so gleich wieder mal ein bisschen vom Eis gewesen, aber ich noch nicht so viel, wie wenn ich nach einem Trainingscamp bin. Von dem her, nein, die Vorbereitung läuft ideal und hat gerade Zeit gehabt, zum die Schweiz ein bisschen geniessen. Halt auch wieder Familien und Kollegen ein bisschen zu geniessen. Das schätze ich schon immer sehr, wenn ich zukomme. Ihr habt eine Mannschaft mit ziemlich vielen Topstars, mit bekannten Namen. Aber sie sind letzte Saison ein bisschen enttäuschend abgeschnitten. Wie sieht diese Saison aus? Wie sind die Chancen, das mal wiederzukommen? Ja, das Ziel ist ganz klar wieder Playoffs. Letztes Jahr haben wir es nicht erreicht. Und ja, wir haben grosse nicht mehr allein, lange manchmal nicht mehr. Wir müssen uns als Team zusammenfinden. Und das sind wir letztes Jahr einfach nicht gewesen, respektive zu lange gewesen. Nach Weihnachten haben wir relativ gut gespielt, aber da haben wir schon so viele Punkte Rückstand gehabt, dass wir das nicht mehr aufholen können. Und vor allem im Westen sind so viele gute Teams. Und da liegt einfach fast nicht drin, um sich am Anfang so ausrutschen zu leisten. Und ich hoffe schwer, dass wir eigentlich, weil wir nicht allzu viel Wechsel haben, dass wir eigentlich von Anfang an wieder können als Team spielen können. Und dann haben wir sicher auch unsere Chancen, um in den Playoffs mitspielen. Also Sie sehen, der Westen ist stärker. Ja, ich glaube, über die letzten paar Jahre, rein von der Punktmäßig, hat sich das sehr so ein bisschen herauskristallisiert, dass eigentlich ja, punktemäßig die Western Conference eigentlich mehr Punkte braucht, um in Playoff zu kommen. Ob das nächste wieder so wird sein, aber ja, NHL Playoff ist etwas umkämpft. Es sind 30 Mannschaften, 60 kommen weiter, also es ist nicht einmal da knapp die Hälfte. Also von dem her ist es extrem schwierig, überhaupt Playoff zu kommen. Und, aber ganz klar muss das wieder ein Ziel sein und das ist etwas, was wir erreichen wollen.